Darf der Arbeitgeber eigentlich Telefongespräche des Betriebsrats abhören? Nein, um Himmels Willen, das darf er natürlich nicht. Das ist schon ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber. Und das kann man auch feststellen lassen vom Arbeitsgericht im Rahmen eines Beschlussverfahrens. Das würde dem Arbeitgeber dann aufgeben, das zu unterlassen. Und wenn der Arbeitgeber das nicht tut, dann könnte das Gericht auch ein Ordnungsgeld verhängen. Zudem kommt hier sogar die Verwirklichung eines Straftatbestandes in Betracht. § 119 Betriebsverfassungsgesetz ist eine Strafnorm im Betriebsverfassungsgesetz, das allein schon zeigt, wie ernst der Gesetzgeber es hier meint, dass der Betriebsrat ungestört seine Arbeit ausführen kann. Und nach 119 Betriebsverfassungsgesetz macht sich die Person, die das anordnet oder durchführt, sogar strafbar. Da ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr angedroht. Mein Name ist Fabian Baumgartner, ich bin Rechtsanwalt in München und auch Referent für die WAF. Und ich würde mich freuen, wenn Sie den YouTube-Kanal hier liken, abonnieren oder kommentieren und wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Hat es dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratisangebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.